Die Höhenregion hat nicht nur viel Wasser zu bieten, sondern auch sehr starke Pokémon. Welche die stärksten, nicht legendären Pokémon aus Höhen sind und warum, das verrate ich euch in diesem Video. Platz 10. Fangen wir erstmal mit einem wirklich coolen Pokémon an. Tatsächlich ist es, finde ich, nicht nur von seiner Stärke her sehr interessant. Viele dürften dem Pokémon auch sicherlich an seinem Design einiges abgewinnen. Doch darum geht's hier natürlich nicht und trotzdem zählt Absol zu dem wohl stärksten Unlicht-Pokémon, das die dritte Generation zu bieten hat. Um es mal so zu formulieren. Absol kam mit einem wahnsinnigen Angriffswert von 130 in der Basis daher, war aber, was ein Unlicht-Pokémon angeht, mit der dritten Generation einfach seiner Zeit voraus. Denn Absol physisch zu spielen war gar nicht mal so einfach in der Generation, denn alle Unlichtattacken waren speziell. So machten Spukball oder Body Slam bei Absol leider mehr Sinn als seine Unlichtattacken, von denen es in der Generation auch nur leider sehr wenige gab. Nichtsdestotrotz ist Absol gerade im Kampf aufgrund des wirklich hohen Angriffswerts gefährlich. Später hat es mit der Einführung des Attackensplits seiner neuen Fähigkeit und natürlich auch seiner Mega-Entwicklung enorm profitiert. Es ist am Ende ein gutes und starkes Pokémon, das wohl einfach bessere Möglichkeiten in der Generation gebraucht hätte, um ganz vorne mitzuspielen. Platz 9. Es ist ein eher physisch-defensives Pokémon, doch das macht es gerade so interessant. Stolos hat aber nicht nur gute Defensivwerte, sondern mit Stahlgestein einen sehr defensiven Typ. Durch diesen hat es in der dritten Generation insgesamt 9 Resistenzen und mit Gift sogar noch eine Immunität. Es ist daher für den Gegner schon schwierig, mit der richtigen Attacke zu treffen. Auch bei seinem Verteidigungswert wird das deutlich. Mit einem Verteidigungswert von 180 in der Basis ermöglicht Stolos es problemlos, in gefährliche Attacken des Gegners einzuwechseln, ohne dabei selbst viel Schaden zu nehmen. Donnerwelle und Steinhagel sind zudem eine gefährliche Attackenkombination, welche den Gegner zurückschrecken und paralysieren kann und so viele Züge vergehen werden, bei denen der Gegner nicht zum Angriff kommen wird. Wenn ihr nach einem defensiven Pokémon aus dieser Generation sucht, dann habt ihr mit Stolos den perfekten Kandidaten gefunden. Platz 8. Tatsächlich ist auch dieses Pokémon hier in späteren Generationen zu seiner vollen Stärke gelangt. Doch das hindert dieses Pokémon vom Typ Pflanze Kampf nicht davon, sehr stark auch in dieser Generation zu sein. Karpilz hat mittlerweile viele Stärken, doch damals wurde Karpilz noch etwas anders gespielt. Gerade seine Attacke Pilzspore ermöglicht es dem Pokémon ganz oben mitzuspielen, da die Genauigkeit dieser Attacke, welche den Gegner einschlafen lässt, bei 100% liegt. Der Gegner lief also immer Gefahr, direkt einzuschlafen, wenn ein Karpilz ihm gegenübersteht. Doch auch Egelsam und Tempoheap sind Attacken, die mit Pilzspore in Kombination sehr nützlich sein können. Doch am Ende, finde ich, zahlte es sich immer aus, wenn man ein Karpilz trainiert hatte. Platz 7. Dieses Kampf-Psycho-Pokémon wird durch seine Fähigkeit zu einem der stärksten im Spiel. Wenn ein Meditalis das Spielfeld betritt, ist auf jeden Fall Vorsicht geboten. Wie gerade erwähnt, liegt die Stärke von Meditalis in erster Linie an seiner Fähigkeit Mentalkraft. Durch die Fähigkeit wird der Angriffswert verdoppelt, wieso das Pokémon auf einen Wert von 480 Punkten kommt, was einer der höchsten Angriffswerte im Spiel ist. Doch was bringt die beste Fähigkeit, wenn man nicht die richtigen Attacken erlernen kann? Zum Glück kann Meditalis aber genau das. Durch Attacken wie Mogelhieb kann es den Gegner in der ersten Runde zurückschrecken lassen. Oder man setzt auf die Kampfattacke Turmkick, durch die es enorm viel Schaden beim Gegner verursachen kann. Allerdings sollte man vor der geringen Genauigkeit aufpassen, dass die Attacke nicht daneben geht. Denn viele wissen sicherlich, dass Turmkick, wenn es daneben geht, auch viel Schaden beim eigenen Pokémon anrichten kann. Also, falls ihr einen Meditalis im Kampf sehen solltet, denkt immer daran, dass euch jetzt eins der offensiv stärksten Pokémon im Spiel gegenübersteht. Platz 6. Es ist nicht mal übertrieben, bei diesem Pokémon zu sagen, dass selbst legendäre Pokémon anhand seiner Werte durchaus neidisch werden könnten. Doch leider gibt es einige Gründe, warum das Pokémon zwar eins der stärksten ist, aber nicht das allerstärkste sein kann. Letaking ist das erste und eins der wenigen Pokémon, das überhaupt eine negative Fähigkeit hat, welche sich Schnarchnase nennt.
Schnarchnase erlaubt es Letarking lediglich jeden zweiten Zug anzugreifen. Leider ist es bei der Fähigkeit auch so, dass man nur sie sehr schwierig losbekommt. Das hindert das Normal-Pokémon daran, seine enorme Kraft beim Gegner völlig entfalten zu können. Dabei hat es gerade im KP und Angriffswert enormes Potenzial und wäre mit Sicherheit eins der stärksten nicht-legendären Pokémon aus allen Generationen. Doch die Fähigkeit ist derart negativ, dass es unmöglich ist, selbst mit Attacken wie Hyperstrahl wirklich effektiv Schaden anzurichten. Wirklich schade drum, denn eine Schnarchnase wäre Letarking ohne seine gleichnamige Fähigkeit mit Sicherheit nicht. Platz 5. Tatsächlich ist es bis heute bei vielen ein beliebtes Pokémon. Doch auch seine Stärke dürfte Libeldra hier sicherlich geholfen haben. Libeldra ist vom Typ Bodendrache, eine interessante, aber auch gleichzeitig starke Typenkombination, mit der es auch problemlos in der Lage ist, Attacken wie Erdbeben einzusetzen. Die Attacke Steinhagel ist hierbei eine gute Ergänzung für das Pokémon. Heute wird es eher mit den Attacken Steinkante und Kehrtwende gespielt. Schwebel war aber schon immer eine nützliche Fähigkeit für das Pokémon, um vor Bodenattacken, also seinem eigenen Typen, geschützt zu sein. Auch Elektroattacken können dank dem Bodentyp ihm absolut nichts anhaben. Durch seinen hohen Initiative- und Angriffswert kann es oft als erstes und dann zeitgleich mit voller Stärke beim Gegner zuschlagen. Wer nach einem guten Drachen-Pokémon aus den Spielen sucht, der macht in der dritten Generation mit Libeldra definitiv nichts falsch. Platz 4. Normalerweise zählen Pokémon dieser Gruppe eher nicht zu den allerstärksten im Spiel. Doch gerade dieses Starter-Pokémon hier hat in seiner Endstufe eine doch beachtliche Stärke. Viele werden sicherlich auch deswegen bis heute noch ein Sumpex im Kampf einsetzen. Tatsächlich ist Sumpex großer Vorteil sein eigener Typ, Wasserboden. Der einzige sehr effektive Typ ist somit Pflanze. Elektroattacken sind sogar wirkungslos und alle anderen sind nur normal oder nicht sehr effektiv. Also ihr merkt, dass es gerade typentechnisch viel Sinn macht, Sumpex zu spielen. Sumpex ist zudem von seinen Werten her ein eher defensiveres Starter-Pokémon, kann aber mit seinem Angriffswert von 110 zeitgleich verheerend mit Attacken wie Erdbeben, Surfer oder Eisstrahl zuschlagen. Gerade Surfer kann auch zusätzlich nochmal von der Fähigkeit Sturzbach profitieren, wenn Sumpex einen niedrigen KP-Wert hat. Dann ist die Attacke nochmal stärker und richtet beim Gegner verheerenden Schaden an. Gegen Elektrotypen ist bis heute noch Sumpex ein wirklich gutes Pokémon im Kampf. Es ist also zu Recht ein sehr beliebtes Pokémon. Platz 3. Nicht nur, dass dieses Wasser-Pokémon als das schönste überhaupt gilt, es ist zudem auch noch wirklich sehr stark in der dritten Generation. Milotic hatte direkt bei seiner Einführung einige richtig gute Vorteile im Kampf. Zunächst einmal ist da seine enorm starke Fähigkeit Notschutz, welche es hat. Sobald es ein Statusproblem wie eine Vergiftung hat, erhöht sich die physische Verteidigung gleich mal um 50%. Kombiniert man das Ganze mit seinem KP und Spezialverteidigungswert, weiß man, dass man hier ein super defensives Pokémon auf seiner Seite hat. Attacken wie Genesung, Toxin und Surfer runden das Ganze bei Milotic ab. Tatsächlich ist es sehr schwer, um Milotic in dieser Generation herumzuspielen, auch wenn man seine eigentliche Strategie leicht mit Verhöhner ausschalten kann. Doch gerade seine guten Verteidigungswerte machen es sehr schwer, das Pokémon aus dem Kampf zu nehmen. Bei Milotic ist eben die Verteidigung der beste Angriff. Platz 2. Sicherlich dürfte das einen kaum verwundern, dass dieses Pokémon in der Liste ist. Selbst Ragan von der Top 4 wusste sicherlich ganz genau, dass er mit Brutalanda im Team nichts falsch macht. Wenn ihr euch noch an die älteren Videos aus dieser Reihe erinnern könnt, hatten Drachenflugtypen oft in der Vergangenheit darunter gelitten, dass sie nicht die richtigen Attacken zur Verfügung hatten. Auch wenn Brutalanda in späteren Generationen bessere Attacken zur Verfügung hatte, war es auch wegen seiner Fähigkeit Bedroher sehr stark. Diese senkt nämlich beim Gegner den Angriffswert um eine Stufe herab und ermöglicht es gerade bei physisch offensiven Pokémon schon fast spielend Brutalanda einzuwechseln. Auch wertetechnisch steht es gut da, auch gerade weil sein Spezialangriff, welchen es in dieser Generation braucht, mit 110 sehr hoch ist. In späteren Generationen wird Brutalanda physisch offensiv allerdings gespielt, weil dieser Wert höher ist. Attacken, welche man bei Brutalanda nehmen kann, sind die neu eingeführte Drachenklaue, aber auch Feuersturm kann hier wahre Wunder bewirken. Man kann am Ende nur eins sagen, Brutalanda macht damals wie heute seinen Namen alle Ehre. Platz 1.
Jetzt fragt ihr euch sicherlich, was ist denn noch stärker als Brutalanda? Die ganz klare Antwort in dieser Generation ist eindeutig Metagross. Metagross ist der Traum jedes Pokémon-Spielers in dieser Generation, weil es perfekte Attacken und wohl die stärkste Typenkombination aus dem Spiel hatte. Stahl-Psycho. Auch hier ergeben sich dadurch ähnlich wie bei Stolos 8 Resistenzen und der Gifttyp als Immunität. Geist- und Unlichtattacken treffen Metagross in dieser Generation nur normal effektiv, da diese noch nicht sehr effektiv gegenüber Stahl waren. Die wohl beste Stahlattacke hat es mit Sternenhieb auch gleich parat, welche nicht nur wegen seines hohen Angriffswerts sehr viel Schaden anrichten kann, sondern auch die Chance hat, seinen Angriff noch weiter zu erhöhen. Attacken wie Erdbeben oder Steinhagel wirken hier schon fast wie das i-Tüpfelchen auf einer Torte. Spielt man es mit dem Item Wahlband, welches ebenfalls in der Generation eingeführt wurde, ist es angriffstechnisch schon extrem schwierig aufzuhalten. Ganz ehrlich, ich musste dieses Mal nicht lange überlegen, welches das stärkste nicht-legendäre Pokémon aus dieser Generation ist. Scheint so, als hätte Champ Troy am Ende nicht nur ein gutes Auge für schöne Steine. Eure Meinung jetzt, was denkt ihr denn sind die stärksten Pokémon aus Rubin, Saphir und Smaragd? Schreibt es in die Kommentare, ich bin auf eure Meinung gespannt. Hat dir das Video gefallen, dann liken, hypen hier an der Stelle nicht vergessen. Und falls ihr keine weiteren Videos rund um Pokémon verpassen wollt, abonnieren und Glocke aktivieren. Doch wie immer verabschiede ich mich hier und sage bis dann, Servus und Ciao, meine Freunde des Pokémon-Universums.